Kumpelcamper. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 6-Meter-Auto, sehr kompakt und ein ganz anderes Konzept. Das Ganze in Handarbeit gebaut. Und du bist großer Fan von Kumpelcamper. Ihr habt schon mal gefilmt. Genau, wir waren schon auf der Messe in Düsseldorf mit der Simone. Und da haben wir den schon einmal gezeigt und der ist richtig cool. Ja, das Ganze ist Handarbeit. Ihr baut die in? In Duisburg, im Ruhrpott. Und du bist der Kumpel? Genau, ich bin der Kumpel und campe gerne, also Kumpelcamper. Und so ist auch der Name entstanden, weil wir aus dem Pott kommen und das hat Charme. Und ich glaube, den Namen kann man sich ganz gut merken. So, und was ist hier drunter? Ein Citroën? Ja, genau. Hier ist ein Citroën, 6 Meter lang. Und wir verbauen aber auch die anderen, wie Fiat, Peugeot und so weiter. Ne? Und der Gedanke war, ein Auto zu bauen, was einfach ist, trotzdem viel Platz bietet. Wir haben also eine bequeme Matratze. Du kannst den Tisch einfach runter machen, wenn du das zum Bett umbauen möchtest. Und das, den Teil der Matratze praktisch wegnehmen, drauf. Und dann hast du 2 Meter mal 1,60 Meter Liegefläche, 17 Zentimeter starke Matratze. Das fühlt man auch. Ja, und du siehst, du guckst jetzt praktisch ja nicht ins Führerhaus, sondern wir haben die Wand gedämmt. Das heißt, es sieht einmal besser aus und du hast keine Kälte mehr von draußen. Und ja, der Wagen ist autark. Wir haben eine Dieselstandheizung, wir haben Solar, wir haben eine große Batterie. Du kochst elektrisch, du hast Strom, 3 Steckdosen, eine am Schreibtisch, eine am, zwei an der Küche. Und brauchst im Grunde genommen keinen Landstromanschluss mehr. Ne? Das ist ein Prototyp, also das ist so die erste Machbarkeitsstudie, genau, die ihr gemacht habt? Ja, das ist jetzt der erste Wagen, den wir auf der letzten CMT noch in den ersten beiden Tagen fertig gebaut haben, unter dem Gelächter der anderen Nachbarn. Und wir haben jetzt einige gebaut, die dann praktisch von einem Schreiner mit CNC-Maschinen gefräst werden, und aber von Hand noch zusammengebaut sind. So, das Ganze ist ordentlich auch gedämmt, da, ja. Bevor die kommen, kriegt die ja leer und dann werden die von euch erstmal gedämmt. Genau, 19 mm Armaflex und wir haben einen 22 mm Sandwichboden, das heißt keine Holzplatte mehr, es ist also nicht fußkalt. Ne? Ja, man kennt das Konzept, es kommt immer öfter, immer mehr. Zum Beispiel auch bei Weinsberg habe ich gesehen, ein Auto für 90.000 Euro. Ganz interessant, ähnliches Konzept wie hier. Also auch die Trennwand ist fix, du kommst nicht rein, die Kältebrücke ist ausgesperrt. Viele sagen dann, oh, das ist mir aber zu gefährlich, jetzt passiert irgendwas, ich muss flüchten. Ganz ehrlich, ich halte es für viel gefährlicher, wenn vorne das Fenster da ist und jeder sehen kann, dass du daran schläfst. Man kann ihn auch ohne Fenster kriegen, oder? Ohne Fenster? Auf Wunsch, Seitenfenster. Also wenn es jetzt kein Wohnmobil ist. Du könntest ihn ohne Fenster kriegen und dann praktisch ganz unter dem Radar irgendwo parken. Ne? Eventuell noch ein Dachfenster oben drauf machen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das könnte man reinmachen. Wir haben in dem, die wir bauen, sowieso 2 Dachfenster serienmäßig. Ah, okay. Das im Prototypen, den wir gebaut haben, ist uns halt nachher erst aufgegangen, dass es da hinten ein bisschen dunkel ist. Ne? Ja. Ne? Ja. Ja, das sieht man sicher schön aus. Das ist der Prototyp. Wenn du mir mal kurz zeigst mit dem Bett, wie geht das? Ja, einmal, du kannst also den einfach runterlassen, Polster rein, dann hast du die Sitzecke. Ist es jetzt möglich, kannst du mal zeigen? Ja, dann muss ich nur mein schönes Blümchen hier wegrollen. Ich wollte gerade sagen, die schöne Blume. Also ich mache jetzt mal so, weil wir normalerweise haben wir den Hebel hier vorne. Ne? Das haben der ist auch mal gedreht, gell? Ja. So. Okay. Also weil du weißt immer, die Leute glauben das immer erst dann, wenn man es sieht. Und Jan, geh ruhig mal drauf. Und jetzt hast du eine riesen Bettfläche. Also das ganze Auto ist nur noch Bett. Ja, also Bett und super bequem. Und dadurch, dass die Matratze so gemacht ist, wie sie ist, hast du auch da, wo du jetzt mit deinem Hintern liegst, hier, ne? Da du merkst das gar nicht. Nö, den Übergang. Und ne? Es ist schön, dass man tatsächlich nur auf der Seite schlafen kann, ohne dass es wehtut. Jan, wenn du mal gerade so lieb bist, mach mal hinten zu, damit wir mal das Ganze mal sehen können, weil so da einfach, ist ein großes Loch und ja, das machen wir jetzt mal zu. Ist ja immer auf so einer Messe nicht so klar vorstellbar, wo ist denn jetzt das Ende von dem Auto, wenn das Loch noch offen ist. Machen wir mal zu. Ja, machen wir beide wenn zu. Geht, ja. Der gute alte Kumpelcamper, sage ich nur. Das könnte ich mir mal gut
vorstellen, wenn ich hier liege, dann ist da oben noch ein Fenster, was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist, aber dann kann man... Boah, ist jetzt hier leise auf einmal. So, wo du gerade dabei bist, mach mal die Schiebetür zu. Ja, das wusste ich ja, wo ich gerade dabei bin, darf ich wieder arbeiten. Ist ja klar, muss wieder arbeiten. Wow. Und auch hier haben wir jetzt... Ja. Und Fläche oben mal zu, gerade mal. Boah, jetzt ist Ruhe. Feierabend. Und es sieht richtig gemütlich aus. Es ist einmal gemütlich und, das sagen viele, es ist leiser. Mhm. Auch merkst du ja, wenn man sich unterhält, weil der Filz viel aufnimmt und das Bett. Es ist so leise gerade. Ich habe ja hier ein Richtmikrofon dabei, dass du mitten in dieser lauten Messehalle auf einmal zur Ruhe kommst. Ja, und das ist dir auch schon passiert. Du hast irgendwann mal hier gegen 1 Uhr dann am Samstag gesagt, nee, ich mache jetzt mal eine Stunde Pause. Hast alles zugemacht und dann... Genau. Mal kurz Nickerchen. Genau. Also, am Samstag war doch so. Ja, die Messebesucher, die am Samstag sich gewundert haben, dass hier eine Stunde ruhig war, war natürlich... Nee, es war Spaß. Die guten Cashewkerne, sage ich nur. Ja, ich muss ja bei Kräften bleiben. Muss bei Kräften. Ja den ganzen Tag. So, das hier ist wahrscheinlich echt die Eiche, oder? Das ist massive Eiche, genau. Genauso wie der Tisch, auf dem du jetzt auf dem Bett sitzt. Und hier, warte mal, ich kann mal einmal rumgehen. Warte, ich muss gerade mal zeigen. Dann zeige ich dir das. Wir haben hier nämlich eine Toilettentür, die sonst keiner hat. Auch da massive Eiche. Ne? Es gibt Leute, die sagen, sieht aus wie ein Plumpsklo, aber ist für mich keine Beleidigung. Und was ist das für ein Klo drunter? Eine Trenntoilette. Okay. Von Trellino, ne? Mit einem Fach daneben für Toilettenrollen und so. Und das, was wir eben haben und andere nicht, ist dieses System. Das heißt, du bist für dich alleine und hast deine Privatsphäre auf der Toilette und nimmst natürlich viel Platz weg. Und wenn du die Toilette dann nicht mehr brauchst, dann machst du das einfach so. Ich habe eine kleine Bitte, wenn du das gerade nochmal machen könntest, weil ich bin jetzt weiter weg. Mal so ganz langsam so in Zeitlupe. Das heißt, du faltest es. Das ist ein interessantes Verfahren. Sehr, sehr komplex auch physikalisch. Ja, es ist auch immer wieder schwierig, wie du siehst, dass ich dahin komme, wie ich das mache. Das ist fast ein Taschenspielertrick, den du hast. Ja, und zack ist die Toilette. Es kann so einfach sein manchmal. Das heißt, man muss sich einfach nur mal ein bisschen Gehirnschmalz entwickeln. Ja, man muss eine Nacht drüber schlafen und am Morgen wacht man auf. So war das, ja. Ja, weil ich habe, als ich den Wagen gebaut habe, habe ich mir den 1:1 auf den Zentimeter genau in meiner Halle aus Styropor nachgebaut mit einem Gestell und habe dann das so gebaut, mit der Wand fest, nur die Türe beweglich. Und du siehst ja, wie viel Platz das wegnimmt. Und anscheinend hat mein Gehirn darüber nachgedacht und ich bin morgens aufgewacht und habe das herausgefunden. So, es gibt den auch mit einer Dusche. Da hast du mir erzählt, da unten ist da eine Duschwanne drin. Du kannst praktisch hier... Da unter der Toilettenrolle, da kann ich dir eine Edelstahl-Duschwanne, die aufrecht steht, reinbauen. Und wenn du duscht, kippst du die einfach nach unten, stellst dich rein und ziehst dann einen Duschvorhang hoch. Schön, das hast du auch schon ein paar Mal eingebaut. Ja, bitte? Abfluss? Abfluss geht unters Auto in den Abwassertank. Okay, selbst wenn ich die so kippen kann. Ja, das ist egal. Und da läuft auch nichts raus, weil unten so ein Blech vorgeschweißt ist, ne? Schön. Also Dusche fragen ja viele. Also gegen Aufpreis auch mit Dusche. Es gibt ja die und die. Also die vom Bus kommen, vom VW-Bus, sind erstmal froh, wir haben ein größeres Auto und können jetzt endlich mal leben. Du bedienst ja auch so ein kleines bisschen so. Das Ganze soll ja so aussehen, als ob man es selbst gebaut hat. Das ist ja, glaube ich, Teil des Konzeptes. Das hier ist aber ein Prototyp. Das Ganze kommt jetzt auf die CNC und es wird wahrscheinlich innen sich noch ein bisschen verändern, oder? Ja, vom Prinzip her bleibt es gleich. Es wird nur von der Ausführung verbessert. Ne? Mhm. So, also das heißt, wenn der Schreiner das auf seiner Maschine macht, dann sieht es alles ordentlicher aus. Die Holzkanten werden lackiert. Ehrlich gesagt, finde ich sie sogar schön. Aber der Charakter bleibt erhalten. Ja. Ne? Und es kommt auch gut an. Also es ist doch ein erstaunliches Echo, weil viele sagen, mein Gott, endlich mal was anderes. Und was uns besonders wichtig war, ist eben, dass du immer einen großen Raum hast. Mhm. Also du siehst ja jetzt, obwohl es ja jetzt ohne Bettzeug und so weiter ein bisschen leer aussieht, aber du hast immer jetzt ein großes Schlafzimmer praktisch. Ja. Und wenn du das wieder zum Sitzen umbaust, hast du dann einen schönen großen Raum zum Sitzen. Mhm.
wo der eine auch mal, sagen wir mal, am Computer sitzen kann, der andere kann sich da hinlegen. Also es ist sehr flexibel, ja. Und eben immer großzügig. Dann müssen wir mal ganz kurz zurückbauen. Ja, machen wir. Nicht, dass die neuen kommen. Das Coole ist diese Automatik, doch, hast du gesehen? Das geht einfach hoch, okay. Ja, du stellst den praktisch so hin. Und bei denen, die wir verkaufen, brauchst du nicht mal mehr den Hebel umlegen. Mhm. Du brauchst den nur hochziehen, dann rastet der ein oder runter machen. Fertig. Ganz, cool. Ganz einfach. Schön. Ja, du bist der Kumpelcamper. Wie bist du auf den Namen gekommen, Ruhrpotter? Weil ich aus dem Ruhrpott komme und überlegt habe, wie man sich einen Namen gut merken kann. Ich wollte nicht Reisemobil so und so, Reisemobil Müller und so weiter. Sehr schön. Ja, dann komm mal mit. Dann machen wir Abmoderation. Hier Kühlschrank, 60 Liter. Nee, der 100, ist größer. 100 Liter mit Gefrierfach. Mhm. Also ordentlich. Auch wenn du hier arbeitest, hier ist ja wenig Platz, kannst du auf dem Tisch praktisch weiterarbeiten und die als Arbeitsfläche benutzen. Gut, Kumpel Camper, hier ist er. Und das sind so die Bilder, die ihr denn auch geschossen habt fürs Internet, die natürlich perfekt aussehen. Das hier ist ein Prototyp. Also wenn die Leute das sehen, können sie sich vorstellen, wie es später wird, wie schön es wird? Ja, also das sieht man so auf den Bildern ja ganz gut. Ne? Das ist meine Schwiegertochter mit dem Schwiegertochterhund, der jetzt weiß, was passieren könnte mit der Außendusche. Deshalb rennt er weg. Ja. Was ist denn das für ein Hund? Ein Spitz. Ein Spitz, okay. Und sag mal, ist Klo eine Tütentoilette? Ja, genau. Trenntoilette mit Tüten, wie das jetzt, sag mal, die Zukunft sozusagen. Sehr stark, wie die das präsentiert, schon so professionell. Ja, ja, ich bin auch ganz froh, dass ich sie habe. Die Schwiegertochter. Ja. So, Can, da sind wir. Zeig mal gerade, wir sind auf der CMT in Stuttgart und als lebender Beweis zeige ich euch mal gerade, komm mal mit, lieber Kumpel, denn das ist nur eine Halle von den ganzen Hallen und du bist direkt auf der Empore und das ist vielleicht der Grund, warum viele dich vielleicht übersehen haben bisher. Ja, es ist immer trotzdem viel los. Die Rolltreppe läuft ja hier nach oben und da kriege ich meine Kunden sozusagen immer frei Haus geliefert. Ach, das ist bei uns in Saarbrücken auch so. Da stehen die immer und wollen ein bisschen Geld haben am Ende der Rolltreppe, da kommst du nicht weg. Kennst du das? Das kenne ich und das spielt mir ja in die Karten. Außerdem kann ich irgendwo auf die Konkurrenz herabblicken. Auf Kabe? Ja, aber das ist eine ganz andere Kundschaft, glaube ich. Tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank. Glück auf.